Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde von Syriza, im Namen der Linksfraktion im Europäischen Parlament, aber auch im Namen meiner Partei von Die Linke wünsche ich euch einen erfolgreichen, einen guten Parteitag. Ich habe zwischen 2015 und 2017 viel Zeit in Athen verbracht und dort gearbeitet. Und in dieser Zeit wart ihr die politische Kraft, die den Griechinnen und Griechen, die Griechenland Hoffnung und Würde geben wollte und Würde und Hoffnung gegeben hat. Hoffnung auf ein besseres Leben, sozial und ökonomisch, auf ein würdevolles Leben im Alter und Hoffnung auf einen gelingenden Klimaschutz, damit auch zukünftige griechische Generationen und europäische Generationen in einer guten, in einer gesunden Umwelt leben können. Und eure Abgeordneten im Europäischen Parlament, in unserer Linksfraktion, agieren genau in diesem Sinne. Sie sind aktiv gegen den Rechtsextremismus. Sie setzen sich stark für Umweltschutz ein. Sie kämpfen für bessere ökonomische und soziale Lebensbedingungen. Sie sind stark auch für die Tourismuspolitik engagiert. Und ich bin sehr dankbar für diese tolle, diese kameradschaftliche, diese gute Zusammenarbeit mit euch, liebe Genossinnen und Genossen von Syriza. Im Namen der Linksfraktion, auch im Namen von der deutschen Linken, wünsche ich euch, wie gesagt, einen erfolgreichen Parteitag und wünsche uns gemeinsam, dass wir die großen politischen Fragen, vor denen wir stehen. Und dazu zählt natürlich der Krieg in der Ukraine, dazu zählt die soziale Ungleichheit in der Europäischen Union, dazu zählt aber auch der Kampf gegen die autoritäre extreme Rechte und der Kampf gegen den Klimawandel, dass wir da gemeinsam weiter an diesen Fragen arbeiten und die Europäische Linke gemeinsam stärker wird. Ihr, wir, gemeinsam und viel Erfolg für euren Parteitag.